Ich bin Stefanie Panoscha, 28 Jahre alt und arbeite in der CTK Poliklinik als Optometristin. Zum einen die Patientenvorbereitung, Betreuung, vorbereitende Untersuchung für den Augenarzt, Gesichtsfeldmessung, OCT. In erster Linie natürlich mit den Patienten, dann den Menschen, die die Patienten betreuen, seien es Angehörige oder eben die Fahrdienste, Taxifahrer. Dann natürlich, da wir mit der Augenambulanz zusammenarbeiten, den entsprechenden Assistenzärzten, den Oberärzten, dem Chefarzt und den MFAs, Optometristen und Orthoptistinnen. Zum einen das Arbeitsklima hier. Ich war schon mal zum Praxissemester da, 2015. Seit Mitte April 2018 habe ich dann hier wieder angefangen und es war einfach so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja, liebe Kollegen haben wir hier, natürlich auch die verschiedenen Fachabteilungen, die wir hier im Haus haben. Und für mich, die beim ambulanten Augenarzt halt auch arbeitet, ist es gut zu wissen, dass wir die Patienten jetzt nicht noch ewig weit schicken müssen, damit die dann stationär versorgt werden können. Cottbus bzw. die Region ist meine Heimat. Hier bin ich geboren, aufgewachsen, nach dem Studium dann wieder nach Hause gekommen. Ich habe hier meine Arbeit gefunden, meinen Lebensmittelpunkt gesetzt. Ja, ich mag die Menschen hier mit ihrer Mentalität, die verschiedenen Dialekte und natürlich auch die ganzen Seen, die wir hier in der Umgebung haben, zur Erholung und die Aktivitäten, die man dann da auch entsprechend ausführen kann. Mir gefällt am besten an der Arbeit der Kontakt zu den Patienten. Da nicht jeder Patient gleich ist, wäre ja auch langweilig, erfordert es halt auch sehr viel Einfühlungsvermögen und ja, bietet auch sehr viel Abwechslung im Arbeitsalltag.